Hallihallo, Hallöchen meine Freunde, willkommen zum neuen Unboxing der September Lootbox. Schon fast wieder vergessen. Ja, und was haben wir hier? Die Lootchest. Habe ich gerade Lootbox gesagt zum Unboxing? Na egal, wir meinen Lootchest. Fangen wir doch direkt an. Wir sind wieder spät im Monat drin. Aber im Monat drin, ne? Oh. So, schauen wir doch mal, was drin ist. So, wie wir alle sehen, sehen wir nichts. Oh, fangen wir doch direkt damit an, das, was ihr sehen könnt. Ha! Oh, okay. Wir haben ein, naja, Triforce-Kissen. The Legend of Zelda. Ja, Triforce-Kissen und Hyrule-Symbol mit Triforce drin. So. Kann man sich Geld an den Arsch legen, ist ein bisschen bequemer dann. Haha. So, warte, ich drehe die Kiste gerade mal. Ich kann nur ein bisschen das Licht abschirmen. Dann bauen sie nämlich was Schönes auf. So, Nummer 1. Nummer 2 ist ein Harry Potter. Kriegt die Kamera was scharf? Ja, es geht. So, da. Harry Potter Slytherin Rumble. Nee, Rubber Keychain. Okay. Heißt, es ist ein Radiergummi, mit dem ich Sachen. Mit dem ich radieren kann. Und als Anhänger. Boah, wieso nicht? So. Greifen wir zum nächsten Punkt. Es ist Beast Bud Cut'em Bumblegum. Ach, was zur Hölle? Seht euch einfach nur dieses Bild an und ihr versteht, was ich meine. Ah, so. Der hat sich den Arsch rasiert und die Haare kriegen wir, glaube ich, zu essen. Gut. Das wird ja immer besser. Auf jeden Fall. Das ist graziös. So, was greifen wir als nächstes? Wir haben einmal noch eine. Licht ist heute widerspenstig. Hulk-Figur von Age of Ultron. Alten. Was auch immer. Age of Alten. So, die stellen wir mal dazu. Ja, das hält. Das kriegen wir dann schon zum schönen Bild dazu. Moment. Greifen wir weiter rein. Wir haben des Weiteren einmal eine. Ja, ihr habt schon gesehen. Thor. Von The Avengers. Von Hasbro. Die andere ist von Q-Fig. Also, jeder stellt scheinbar diese Figuren mittlerweile her. Wir haben Thor mit dem kleinen Hammer Mjölnir und einen Hulk. Das ist das beste Kumpels. Passt perfekt jetzt zum neuen Film. Nicht nur dahin. So. Thor Ragnarok kommt auch bald. Deutsche Titel ist übrigens scheiße. Moment, ich greife kurz tiefer rein. Wir haben einmal noch Sonic the Hedgehog. Zeichnung zum 25-Jährigen. Jo, sonst nichts. Nur eine Zeichnung. Die können wir uns einrahmen, wenn wir wollen. Kann man benutzen. Ein bisschen hält das. Ja, kriegen wir hin. Und zu guter Letzt haben wir noch ein T-Shirt. Komm her. So. Müll wie immer in den Eimer. Und T-Shirt raus. Na, warte mal, so, dann bin ich am Mikro. I survived the Simian Flu. Das ist Gift, ich weiß es nicht mehr. Das ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich müsste mir den dritten noch angucken. Pandemic, was auch immer. Schön. Survival of the Apes. Wunderbar.
gehen jetzt gerade noch durch, was wir alles haben. Also. Wir haben das Survived T-Shirt. Wir haben das Zelda-Kissen. Hier. Wir haben die Avengers-Sammelfigur. Diese. Den Harry Potter Schlüsselanhänger. Hier. Kann denn noch was? Ist das wirklich ein Radiergummi? Ich bin mir nicht sicher. Dann das Beast Bubble Butt Cut'em. Gibt es auch noch in grün. Und wir haben die Hulk Avengers Sammelfigur. So, wir bleiben mal weiter. Interessanterweise steht das Sonic-Bild nicht mit drin. Wo kommt das Sonic-Bild her? Hm. Jetzt bin ich etwas verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, schön. Wir haben ein Zusatz-Item, was nicht in der Auflistung steht, aber hey. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns schon nächsten Monat halt, ne? Wisst ja, irgendwann ab 15. Bis dann. Tschüss.